Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinotopia, Minecraft Dinotopia. Wie ihr seht, habe ich gerade in den Survival-Modus zurückgeändert. Und zwar habe ich dort hinten eine Akazie gefällt. Ich weiß nicht, warum da Eichenholz drin war, kann ich euch nicht sagen. Und bin dann in den Kreativmodus gegangen, um erstmal nach Tieren Ausschau zu halten, weil ich eigentlich dachte, ich müsste hier schon eine ganz schön, also eine relativ weite Reise zurücklegen. Da bin ich dahinter geflogen und ich kann es euch nochmal zeigen. Da hinten habe ich dann ein paar Hühnchen entdeckt. Damit war das im Grunde komplett sinnlos, dass ich in Game Mode gegangen bin, aber das ist ja scheißegal. Da. Eine Horde Hühnchen. Ich habe schon ein paar Seeds. Jetzt brauche ich allerdings. Hier ist übrigens die Akazie, die ich gefällt habe. Jetzt brauche ich allerdings. Zäune dafür. Ich dachte mir auch so, mein IQ ist eigentlich auch so richtig für den Arsch. Weil wären da jetzt keine Hühner gewesen, sondern Kühe oder Schafe oder so, hätte ich ja erstmal Weizen gebraucht und dieses Weizen hätte ich erstmal anbauen müssen und ja, ich gehe mal zuerst. Nein, ich gehe mal zuerst zu irgendeinem Survival. Eigentlich könnte ich wieder aus dem Eichenholz. Erstmal den hier machen. Das können wir nämlich echt gut gebrauchen, die größere Kiste. Da ist noch Eisen drin. Das nehme ich mal wieder zurück. Und die zwei Sticks hier. Halt. So. Nochmal. War das jetzt so rum mit den Sticks für den Zaun? Ne, das ist Zauntor, aber das brauche ich ja auch. Deswegen gar nicht mal das Problem. Und drei Zäune. Ich glaube nicht, dass die vier Hühner auf drei Zäune passen. Ups. So, 9 Zäune, ein Zauntor. Dürfte doch fürs erste bisschen passen. Ah ja. Deutsch, schwere Sprache. So. Da habe ich jetzt noch den hier. Wow! Naja, wird reichen. Jetzt brauche ich noch die Seeds. Die pack ich mal wieder rein, weil die ist bis jetzt noch mein wertvollstes Werkzeug. Übrigens, weil wir dann hier irgendwie in die Lagune irgendwie so Mosasaurus oder so oder Liploirodon oder so, weil Liploirodon ist deutlich kleiner als der Mosa. Wenn wir das dann hier in die Lagune reinlassen, müssen wir dann auch den Fluss hier erstmal abtrennen, sag ich mal. Ja, Wegpunkt, das ist schön, weil ich hier gespawnt bin. Das ist. Was ist das hier eigentlich? Kiwis? Ne, Kokosnüsse. Ah. Warum höre ich denn hier ständig Elefanten? Hier gibt's gar keine Elefanten. Ich habe die More Creatures Mod nicht drin. So, Chicken Bell. Wo ist das vierte? Da hinten ist das vierte. Ich hoffe, ich krieg die alle mit. Über den Fluss. Alle da? Das kann dauern. So, jetzt haben wir drei Hühner hier drin. Du wirst als erstes drauf gehen.
Es ist für einen guten Zweck. Für unseren ersten Dino. So, jetzt haben wir wieder eine gerade Anzahl an Hühnchen. The Parrots and the Bats. Jo, why not? Das kann ich jetzt euch. Wir bräuchten übrigens auch mal Schafe. Oder ein paar Spinnen, die uns dann halt. Ja. Wir könnten auch direkt mal anfangen, ein Haus zu bauen. Das wär's doch, ne? Das hier hinten verkleide ich dann auch nochmal mit Sand, weil ich habe keine Lust, so viel Holz zu verschwenden. So. So. 3, 4. Ne, das ist 3, aber okay. 4. Lag. Lag. 1, 2, 3, 4. Das muss ja noch nicht besonders geräumig sein. Sagen wir es so. Hauptsache, ich komme überall ran. Warum laggt denn das jetzt so? Hier. So. Warum laggt es? Ich baue doch nur was. Das ist. Hä? Brauche doch das hier. In dieser Form. So. Einfach nur, damit wir fürs Erste sicher sind vor den meisten Monstern. Jo, da kommt ein Glas rein. Genau vor diesem Monster. Ah, geh weg. Weiche, Dämon. Weiche. Lag. Was ist denn los? Warum fängt denn das so fett an zu laggen? Mit Shader und Nacht kann es nicht zusammenhängen, weil den hatte ich schon öfter in der Nacht ausgerüstet. Er ist gleich down. So. Der Biber-Butzelmann. Ich mach's am besten einfach so hier irgendwie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kein Plan. Fünf. Vier mach ich. Obwohl, nein, mach 6, dann habe ich kann ich Glasscheiben machen. So. Genau. Sehe ich übrigens auch so. Ja. Habe ich noch Holz, das ich zu. Ja, habe ich. Dann schon mal hier unten den zumachen. Und sowas hier kann ich dann auch zumachen. Das wird natürlich dann alles noch, das wird dann einfach alles noch schöner, aber jetzt fürs Erste sollte das reichen. Ist durch, gut. So. 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 Und so. Dann kann das hier so rein. Geht das eigentlich auch mit verrottetem Fleisch? Ich will es nicht. Ich will es nicht riskieren. Am Ende ist das dann halt so eine Fail-Chance von fast 100% und unsere Parasaurolophus-DNA ist dann für'n Arsch. Ja. Hier kann einfach vieles so für'n Arsch sein. Erstmal ordentlich hinsetzen. Achso, eine Fackel.
Ich habe keine Sticks. Klappe da draußen. Was war das? Von mir. So. Ja, ich sehe euch, ich mache hier einen Cut und sehe euch gleich wieder, wenn entweder die Nacht vorbei ist oder irgendwas Aufregendes passiert. Also, bis gleich. Ich war gemutet. Also nochmal, ich habe das jetzt ein bisschen angekurbelt mit der Nacht. Ich habe hier die Waypoints umbenannt in Home und in Worldspawn. Und wir haben gerade das Hühnchenfleisch, heilige Mutter Gottes, das wird niemals reichen. Verreck, danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht meine ganzen Hühnchen killen müssen. Wegen einem Para. Ich meine, der haut ordentlich hier Fleisch raus, aber das ist ja egal. Oh, was ist das? Ist das ein... Was ist das? Sture... Die leben? Die können auch einfach so spawnen? Ich dachte, die kriege ich nur durch DNA. Geh, verrecken, verreck, 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 verreck. Oh, come on, nein, geh nicht weg, du Arsch. Ich bin an Land, bin ich schneller als du. Haja! Fisch. Echt jetzt? Ich hab Fisch bekommen? Einen Fisch? Damit, dafür, dass ich so ein Riesenvieh gekillt habe. Killen wir noch das Kanickel im Wasser hier. Komm ran auf Meter. Renn doch nicht weg. Ich will dich doch nur töten. Und von dem bekommen wir nichts, ey. Ein Hühnchen. Komm ran. Hier hinein. Verreck, 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 verreck. Komm schon. Ja, so wird das gemacht. Ich muss eindeutig größere Tiere finden. Ah, so. Ja, die kommen zu mir, die XP-Punkte. Und ist schnell zurück nach Hause, so schnell es geht. Nur will es irgendwie wieder nicht rennen. Ich mag das nicht. Dass ich. Ich hab hier nicht mal. Ich meine, ich hab hier nicht mal die. Oh. Warum will das nicht rennen? Wenn ich keine Nahrung habe, wenn ich keine Hungerkeulen aufgefüllt habe, dann kann ich auch nicht rennen. Das ist irgendwo logisch. Hier, Minecraft zumindest. Nein. Ach nein, du blödes Sackratte. Ich hatte... Jetzt ist meine DNA weg. Mann! Ja, verreck. Komm. Ah, jetzt ist die DNA ist wieder da. Und wir haben Phaedosaurus-Fleisch. Also basteln wir einen neuen. Dafür brauche ich aber wieder 4 Glas. 1, 2, 3, 4. Das sind 5. 4 Glas. Oder Sand, besser gesagt noch. Und den einen Kaktus, den wir. Den. Ich hier. Nehme ich. Autschi. Das hat einen Hit reingedrückt. So. Den muss ich auch noch schmelzen. Danach. Hallo. Danke. Ei. Ich rutsche hier immer den Stuhl runter. Das ist eklig. Ja. Ich sollte vielleicht auch den Wassereimer auffüllen. So. Und langsam sollte ich auch mal was anbauen. Also Getreide und so, ne? Nichts anderes. Dafür nehme ich mir einfach jetzt mal Wasser. Ich habe 4 Seeds, also könnte ich auch einfach erstmal. Würde das ja auch erstmal nur reichen, wenn ich nur 4
Erdblöcke zu einem Feld mache, sagen wir es mal so. Machen wir es am besten einfach gleich hier neben das Haus. So. So. Hol ich mir halt neues Wasser. Das müsste ich noch umändern. Zu einer Ho. So. So. Mir fehlt ein Eisen. Da. So. 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 Und so. Neue Kaltschabett. Den und den. Die Stonehoe und so. So müsste dann eigentlich Getreide wachsen. Die sind noch zu dritt. Hier habe ich noch einen Seed. Und ein Hühnchenfleisch. Geht das mit verrottetem Fleisch? Nee, geht nicht. Sauerei ist das. Ich glaube, das Beste wäre, wenn wir jetzt einfach erstmal minen gehen würden. Und einfach noch ein paar DNA finden. Hat hier zwei Steinspitzhacken? DNA finden. Noch ein paar Fossile finden. Dann kann ich nämlich auch die Dinopedia machen. Das ist nämlich ein Buch, mit dem man die ganzen Informationen zu den Dinos sehen kann, was sie fressen und all den Schnulli. Und deswegen einfach mal wieder runter in die Mine. Auch wenn ich keine Fackel kann. Halt. So, fast hätte ich auch auf dem Weg hierher die Fackeln vergessen. Spaßig. aber und ich habe auf dem Weg hierher noch ein paar Äpfel reingesnackt und ein Hühnchen weggeschnetzelt. Also hier ist bis jetzt nichts, was uns interessieren könnte. Anscheinend regnet es auch gerade draußen wieder. Oder es ist einfach nur das Wasser hier. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was ich hier mit den
Your finger trails as you handle the crystal. What does that mean? Maybe some rest will inspire you. Maybe, maybe not. Maybe yourself. Ich habe ganz ehrlich gesagt keine wirkliche Ahnung, was ich mit den Kristallen anfangen kann, weil mir diese Nachricht, die da unten immer steht, wenn du so den ersten Kristall in der Pfote hast, nicht weiterhilft. So. Die Kristalle konnte man, glaube ich, auch mit einer Steinspitzhacke abbauen, oder? Test? Ja, konnte man. Ich weiß auch gerade gar nicht, aus welcher Mod die sind. Ich werde es schon herausfinden. Also spätestens dann, wenn ihr so sagt, ja, mach es weiter, weil so werde ich jetzt nur so 2-3 Folgen aufnehmen. Außer ihr sagt halt, dass ihr es weiter gucken möchtet. Deswegen schreibt beim ersten Video in die Kommentare oder bei dem hier, dass ihr, ob ihr dieses Projekt weitersehen wollt. Und ich habe hier nachdenken, danke. Und ich habe jetzt hier gerade noch ein paar Biofossile gefunden. Daraus können wir entweder jetzt noch mal eine andere Dino-DNA gewinnen. Aber als erstes mal warte mal, die Dinotopia, die kann ich mir noch gar nicht machen, oder? Dinotopia, Dinopedia. Dinopedia. Nein, weil ich dafür ein Buch. Weil ich dafür ein Buch brauche. Und das macht man mit Leder und ich habe kein Leder. Aber ich leg mir das eine Biofossil zurück. Für die Dinopedia. Oh Gott. Und Wiedersehen. Kleiner Larry, Alter. Die eine lege ich mir zurück. Die anderen beiden kommen hier rein. Aber vorher die hier. Ich würde in den Kreativmodus gehen, um ein paar Schafe und sowas zu finden. Und um euch zu zeigen, dass ich das... das ist ja aktiviert. Dass ich mir nichts ercheate, würde ich das dann im Zeitraffer durchlaufen lassen, ja. Aber nicht in dieser Folge. Diese Folge hat schon wieder 30 Minuten und ja, ich will ja sehen, was ich hier so bekomme. Hier. Sand, Flint und aus dem einen Biofossil noch, oder hatte ich zwei? Sand. Na wow. Läuft doch. Flintenstiel können wir schon mal machen. Wir können auch einen Pfeil, jetzt können wir auch einen Pfeil machen, aber wir haben ja keine Faden für Bogen. Ah, das ist ja... wir könnten das und das machen, aber das können wir nicht machen, weil wir das nicht haben. Ah, das ist... Survival Games. Logik. Hier kommt das Bett hin, also kommt hier die nächste Truhe hin. In die der nächste Schnurrifax reinkommt. Sortiert. Ist schon sortiert, sind ja nur zwei Sachen. Hallo! Ich hoffe, ihr verbrennt. Ja. Ich brauche einen Hund. Ganz dringend. Also, mit diesem wunderschönen Nachthimmel, und diesen Vollpfosten hier vor meiner Hütte, Dings, was auch immer, weil es ist ja keine richtige Hütte, weil es kein Dach hat. Vor meinem umrandeten Häuslein
mit dem Deppen hier, werde ich die Folge verabschieden. Ich muss heute echt besser nachdenken, was ich sage. Werde ich mich für heute von für diese Folge von euch verabschieden. Meine Güte, warum ist das so schwer? Ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Folgt mir auf Insta. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abo und Glocke nicht vergessen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich hoffe, ich sehe euch morgen in der nächsten... Morgen. Genau, übermorgen. In der nächsten Folge. In der letzten Folge des Angezockts wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt weitersehen wollt, denn das nehme ich hier gerade alles in Reihe auf. Also, dann. Ciao.